Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Du und Adam? Adam ist wieder da. Ah, dein Freund von früher. Vermisst. Du hast hier alles stehen und liegen lassen und jetzt kommst du nach 15 Jahren wieder und wunderst dich, dass dir der Hass hochkocht. Wie lange kennst du Adam schon, hm? Was hat der alte Schurk mit ihm gemacht? Der hat ihn geschlagen. Wie ein Tier. Und ich konnte ihm nicht helfen. Ich habe jahrelang dabei zugesehen, wie mein bester Freund gequält wird. Immer und immer wieder. Und ich habe mich nie getraut, ihm zu helfen. Und an diesem einen Tag, da hat sein Vater uns im Wald gefunden. Und diesmal wusste ich einfach, der schlägt ihn tot. Und Adam wusste es auch. Also bin ich dem hinterher. In die Garage. Adam lag auf dem Boden, er hat sich nicht gerührt. Und sein Vater hat wie besessen auf ihn eingedroschen. Und in der Ecke, da stand ein Spaten und ich. Und danach habt ihr die Garage angezündet. Das muss jetzt nicht aufhören. Ich schaff das nicht. Ich werde das niemals los. Leo, du hast nichts gemacht. Ich war im Kino. Leo, du warst im Kino. Leo, ist das alles gut? Adam. Vater ist aufgewacht. Ich erinnere mich. Das, was ich dir angetan habe. Wenn du kannst, verzeihst du mir. Ich würde es dir sagen. Aber erst erzählst du mir, was an dem Tag in der Garage wirklich passiert ist.
Ich weiß, dass du das damals nicht allein warst in der Garage. Wer hat mir eins übergezogen? Was der Leo? Leo Halter? Dein Vater ist aufgewacht. Ja, wann? Vor 2 Monaten. Und warum sagst du mir nichts? Genau deswegen, Leo, weil du ausrastest. Roland Schürk wurde mit Adams Dienstwaffe erschossen. Das kann nicht sein. Doch. Die haben bundesweit Fahndung ausgelöst. Wo bist du? Mein Vater. Ja, wir haben ihn gefunden. Deine Mutter hat ihn gefunden. Was hast du gemacht? Mit dem gesprochen? Wann? Pia, bitte, ich erklär's dir später. Nee, du brauchst mir nichts zu erklären, Leo. Du hast dich mit Adam getroffen, ohne uns Bescheid zu sagen? Weil ich ihm glaube, verdammt! Leo, ich war das nicht. Du bist die Schlange, ich bin der Frosch. Du bist verkräftiger als ich, aber ich bin gefährlicher. Das hattest du vergessen und jetzt habe ich dich daran erinnert. Ich will, dass du deine besten Jahre aus den Fenstern pisst. In Gefangenschaft. Weder Vater, so der Sohn. Verstehst du? Weder Vater, so der Sohn. Du verstehst das einfach nicht, Baumann. Sein ganzes Leben war so. 15 Jahre nochmal das Gleiche, das packt er nicht, nicht einmal Adam. Jemand ist auf der Suche nach der Beute aus dem letzten Bankraub von seinem Vater und Boris Barnes. Und das hast du? Zumindest denkt das jemand, ja. Jeder Mensch hat sein Geheimnis.
Wo ist das Geld? Oh Gott, haben Sie nicht jemanden schicken können, der wenigstens halbwegs gefährlich wirkt? Ah! Wo ist das Geld? Wenn Sie nicht wollen, dass Adam was passiert, dann reden Sie jetzt. Da rennt nämlich jemand schon durch die Gegend und schießt auf Adam, weil angeblich weiß, wo ihre scheiß Kohle ist. Sie wissen von dem Geld? Wissen Sie auch, wo es ist? Verstehe. Hör zu, Leo, du musst hier nicht pennen. Ich brauche keinen Bodyguard. Ich werde sicher nicht zweimal an einem Tag überfallen. Ich kann aber besser schlafen, wenn ich weiß, dass dir nichts passiert. Warum meldest du das nicht? Oder erzählst es zumindest mir? Leo, du weißt, dass es da draußen ziemlich viele Leute gibt, die mir nicht trauen. Ja, ich weiß. Und weißt du, wenn du so weitermachst, dann gehöre ich auch mit dazu. Wow. Wo steckst du da wieder mit drin, hä? Nirgends, Leo. Hör endlich auf, mich zu verarschen. Ich habe die Schnauze voll von deinen Alleingängen. Ich bin da. Ich war immer da. Hör zu. Du weißt, ich würde mit dir bis ans Ende der Welt gehen. Aber nicht auf diesem Weg. Ja. Muss ich vielleicht alleine gehen, ne? Leo, pass auf dich auf. Wenn ihr ein Paar wärt, dann würde man sagen, ihr habt eine toxische Beziehung. Ja. Ja, vielleicht. Aber du. Du vertraust nur dir selbst. Adam Schirk, der Mittelpunkt der Welt. Deiner Welt vielleicht.